schön viel Holz. Da können wir vielleicht eher gucken, dass wir eine Verkehrsabteilung in Supportland aufbauen, wenn das irgendwie möglich ist. Nur um die dann für die Region zu gewährleisten. Aber ich glaube, das klappt jetzt deutlich besser hier mit dem Verkehr. Der sieht mir nicht mehr ganz so zähflüssig aus und man sieht auch, das Ende der Schlange rückt immer weiter nach vorne. Das war genau die richtige Entscheidung. Oh, hier auch wieder rot. Oh, oh, oh. Hier steht alles. Das war die Straße von gerade, ne? Ja, ja, ja. Man kommt natürlich nicht ohne Kreuzung aus. Ich fände es geiler mit Einbahnstraßen. Aber ist ja nun mal nicht machbar, ne? Ne. So, SimCity ist wieder verdammt laut, möchte ich mal eben sagen. Mach ich nochmal eben leiser hier. So, und was machen wir nun? Was machen wir nun? Unsere Förderung steht still. Was sagt eigentlich hier? Aha, Wertstoffmangel. Produktion angehalten. Wir können nicht recyceln. Wir haben noch ein bisschen Legierung auf Lager. Das heißt, unsere Prozessorfabrik dürfte noch produzieren. Jawohl, da ist auch noch einiges auf Lager. Und wir verkaufen natürlich fleißig Prozessoren. Haben nichts auf Lager. Das ist sehr schön. Sind auch bei anständig Kohle. Der Preis für Prozessoren ist gestiegen, jetzt auch im April. Super, super gut. Das gefällt mir doch. So, was sagt denn eigentlich mal so unsere Technikstufe und unsere Intelligenz in der Stadt? Da können wir auch mal nachgucken. Der Bildungsniveau steigt. Boah, Polizei nimmt viele Verdächtiger fest. Supportland ist dankbar und zeigt ihre Unterstützung. 3,5 Hüte immer noch, aber wir sind hier wieder bei Technikstufe 2. Da hatten wir ja schon mal die 1er-Stufe erreicht. Ein kleines Down. Aber mein Gott, so ein kleines Tief hat doch jeder schon mal gehabt, oder? So, was sagt die Straßenbahnauslastung hier jetzt mal so? 14 Minuten, 5400. Ja, okay, ist immer noch gleich geblieben. Aber es ist auch noch nicht wirklich ein Tag vergangen. Dementsprechend dürfte es auch im Busdepot immer noch so sein. 45 Minuten Wartezeit. Oh, oh. Die wird langsam gelb, die durchschnittliche Wartezeit. Das heißt, die Leute werden unzufrieden. Ich meine, länger als eine Dreiviertelstunde auf dem Bus warten, ist natürlich auch schon eine Hausnummer, ne? Das ist klar. Hier können wir immer noch hingehen und ein Forschungsprojekt starten. Allerdings brauchen wir dafür erst den Uni-Ausbau, der wieder massig Kohle kostet. Aber wir könnten mittlerweile einen machen und dann echt unser Stromproblem vielleicht dann ein bisschen in den Griff kriegen, ne? Wir haben jetzt wieder Strom, aber wir sind auch schon wieder beim Minus so ein bisschen. Das wird wieder knapp. Ich glaube, wir sollten echt mal gucken, dass wir ein Forschungsprojekt starten. Vielleicht die Genehmigung für Sonnenwärmekraftwerk des Sonnenkraftwerks erforschen oder aber auch... Da, die vertikale Windturbine. Ist natürlich die Frage, was ist jetzt effizienter? Ich glaube, mit der vertikalen Windturbine sind wir erstmal ein bisschen klüger unterwegs, weil die auch natürlich nachts produziert. Deswegen bauen wir jetzt eine Ingenieursuni, wenn wir uns die denn leisten können. Da ist das Ding, 40.000. 1000 pro Stunde. Da knirsche ich mit den Zähnen. Mit den Zähnen muss ich da knirschen. Scheiße, scheiße, das ist teuer. Ja gut, müssen wir machen, ne? Müssen wir machen, passt mal auf. Ich guck mal eben, hier würde ich ganz gerne noch so ein Häuschen hinbauen. Das heißt, wir gehen mal eben den Weg ein bisschen nach hier hin und nach hier hin vielleicht. Um dann so das Häuschen theoretisch hinzusetzen. Ach schade, ich würde es gerne so da parallel dran klatschen. Aber dann sehen wir schon mal, wie viel Platz das halt braucht, ne? So. Vielleicht. Was ist das hier eigentlich? Wirtschaftsuni, ach so. Ingenieursuni. Pass mal auf, dann ziehen wir den noch ein bisschen weiter. So, und dann kommt die Ingenieursuni ziemlich weit nach außen. Die kommt dann hier hin. Zack, und dann haben wir eine. Sehr schön. Die Stadt braucht Strom, natürlich jetzt endgültig. Und das heißt, wir starten ein Forschungsprojekt. Ach, das könnte man ja auch noch bauen. Obwohl, das ist ein Großprojekt, ne? Solaranlage. Ja. Ja, 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 ja. So, mache ich. Für 55.000 Forschungskosten entwickeln wir oder genehmigen wir die Entwicklung der vertikalen Windkraftturbine. Zack. Ist die Kohle whack.
Aber das macht nichts. Mal gucken, wie lange das hier so dauert. Können wir vielleicht einmal kurz auf Party-Geparden-Modus stellen. Geh Party. Und einfach mal gucken, wie lange so das erste Prozent braucht, um wirklich hergestellt zu werden. Beziehungsweise erforscht zu werden. Oh, Technologie zur Bekämpfung von Gefahrbränden entdeckt. Aha. Was heißt denn das genau? Wir machen mal eben Pause. Heißt das, wir können jetzt unsere Feuerwehr quasi upgraden? Ja, Feuerwache. Scheint jetzt hier nicht zu gehen, aber es wird ja auch irgendwann nochmal eine größere Feuerwache geben. Genau, große Feuerwache und da kann man dann bestimmt nochmal ein bisschen andere Sachen einstellen, upgraden, kaufen und so weiter. Ja, wir behalten immer nochmal das erste Prozent im Auge hier. Ich weiß auch gar nicht, nach welchen Kriterien das jetzt hier voranläuft, wie viele Leute in der Uni sind oder so. Müllteil in Supportland nimmt Bad Günzelshausen einen Teil des Mülls ab. Das ist sehr freundlich. Oha, hier ruckelt es gerade ein bisschen. Da, 1% erforscht, alles klar, es geht also voran. Wie schnell müssen wir da mal sehen, wie schnell wir das dann alles so hinkriegen. Aber läuft halt jetzt, ne? Und dann würde ich sagen, gehen wir dann irgendwann hin und räumen mal hier die Windkraftwerke auf und bauen da alles mal diese Neutech-Teile hin, die wir dann entwickeln. Ja, und dann dürfte vielleicht auch das Stromproblem wieder ein bisschen mehr unter Kontrolle sein. Das ist bei minus 9,9, ist nicht ganz so optimal. Und es ist dramatisch. Vielleicht auch gerade deswegen, weil die Stadt ständig Gefahr läuft, keinen Strom mehr zu haben. Wir sind auch nur noch bei 650 pro Stunde. Uns verschwinden die Leute aus der Stadt. Ja, geht, ne? Geht alles noch klar. Alles noch schön. So, was haben wir eigentlich so für Nachfragen hier? Große Nachfrage nach Wohngebiete der oberen Einkommensschicht. Warum sind die alle so glücklich, sag mal? Ich meine, ich will mich nicht beschweren, aber ist ja doch schon irgendwie komisch. So, wir können vielleicht mal, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben hier, uns die Grundstückspreise vor Augen rufen. Boah, das klingt so wie eine Katastrophe, die gerade im Gang ist. Was soll denn das? Ich verstehe es nicht. Ja, ich würde mal sagen, dann gehen wir hier hin und bauen einen Park oder so. Schade, dass hier nichts mehr zwischenpasst. Das ist echt ärgerlich. Was Kleineres vielleicht? Oder was Eckiges? Was Eckiges würde schön hier passen. Jetzt können die hier schön upgraden, das ist super. Und wir haben wieder ein bisschen mehr, ne? Hier so ein bisschen mehr Gebiet. Die Uni wird auch schön teuer. Das ist doch, glaube ich, gar nicht so blöd. So, warum sind die Gebäude eigentlich grün? Das sind nämlich die Gebäude, die wir nicht... Oder die nicht damit reinzählen? Doch, genau, die sind sogar auch... dem Steigen des Wohngebietspreises hier zuträglich. Also wenn ein Gymnasium rumsteht, dann wird das Gebiet teurer, sagen wir so. Industrie ist natürlich schädlich, deswegen rotes Gebäude. Klar, 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 soweit. So, und dann könnt ihr hier upgraden. Jawohl, das ist auch schon der Fall. Super gut. Super gut. Hier wird auch gebaut. Fleißig, fleißig, fleißig. Sehr schön, sehr schön. Zwei fette Blasen hingesetzt, die natürlich auch wieder Geld kosten. Boah! Da sind wir wieder im Minus. Waren die denn echt jetzt so teuer? Ich habe gar nicht geguckt, ich habe einfach mal ausgegeben. 120 Stunden, das geht natürlich noch. Naja, wir machen natürlich weiterhin Prozessorgewinn. Was super gut ist. Super gut ist. Wir sind ja auch bei über 1,4 Millionen schon mittlerweile. Das ist eigentlich unfassbar. Dafür, dass wir relativ spät, glaube ich, angefangen haben, uns zu spezialisieren, oder? War es vielleicht doch früh? Ist natürlich schön. Wir brauchen nicht gucken, was wir bauen. Wir können einfach bauen. Hauen richtig einen raus hier die ganze Zeit. Was ist mit dem Casino? Geht da noch irgendwas Upgrade-mäßiges? Können wir hier oben drauf vielleicht noch was hinsetzen? Nee. Schade, schade. Das geht auch nicht. Hier seitlich ist auch alles voll. Wegen der Hochschule. Ist ja auch die Frage, ob wir die brauchen. Ich glaube wohl, weil uns sonst die Sitzplätze ausgehen, ne? Da müssten wir vielleicht mal hingehen und
das Gymnasium oder aber auch die Universität upgraden, um dann die Hochschule abreißen zu können, um da dann vielleicht nochmal ein bisschen Spielhalle hinzusetzen. Allerdings kommen ja eh schon zu wenig Leute in unsere Stadt. Oh, und guck mal hier, der Verkehr ist schon wieder aufgestaut bis nach hier hinten. Ach du Scheiße. Oh. Ist natürlich jetzt auch 9.43 Uhr, das heißt, der Pendlerverkehr frühmorgens ist im vollen Gange. Und dementsprechend kommen auch die ganzen Leute aus der anderen Stadt. Beziehungsweise es hauen auch welche ab und so. Ach, ist das ärgerlich. Ich habe aber auch echt keinen Plan, wie man das ein bisschen klüger machen kann, ey, ganz ehrlich. Ich habe schon wirklich versucht, so wenig Kreuzungen wie möglich auf die Hauptstraßen zu packen, irgendwie. Das war, glaube ich, echt nicht die klügste Variante. Achso, die stehen natürlich hier rum, hier geht's dann rein. Hier wollen auch noch welche nach rechts rüber wahrscheinlich, die im Reißverschlussverfahren nicht mehr reinkommen. Wie wär's denn, wie wär's denn? Kann das hier noch hin? Nein. Wegen dem Park. Schade, der muss aber, glaube ich, bleiben, oder? Achso, wir könnten so machen natürlich. Zack. Und dann gehen wir einfach mal hin. Und reißen das hier ab. Ne, die hohe Baumreihe möchte ich eigentlich nicht planieren. Nur die Straße. Ja, okay, machen wir mal eben. Die können wir wieder hin platzieren, das ist ja gar nicht das Thema. Niedrige Baumreihe. Das war hier, glaube ich, ne? Okay. Erstmal kommt dann Reststraße hier weg. So, ich hoffe, das geht. Jawohl. So, und jetzt ist meine Hoffnung, dass die Leute hier einfach nur rechts abbiegen können, dass die Kreuzung nicht überlastet ist, weil eigentlich noch die Ampel auch wegfallen müsste. Ach ne, ist die Ampel hierfür, klar. Und dass die Leute, die sonst hier rüber wollten, jetzt einfach mal hier rüber fahren können. Bin ich mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Sieht aber ganz gut aus, wenn man denkt, hier verändert sich was, weil hier fahren dann gerade die Autos und so. Aber das hat uns ja gerade schon gezeigt, dass wir da immer ein bisschen fehlinformiert sind eigentlich, was unsere eigene Einschätzung angeht. Müssen wir im Auge behalten. Machen einfach mal den hier. Ist ja ganz schön, da kann man ein bisschen in die Zukunft blicken quasi, ne? Was wäre, wenn... Man kann bloß die Zeit nicht mehr zurückdrehen, das ist ein bisschen schade. Aber das sieht doch bisher ganz gut aus. Sie können nämlich jetzt nur geradeaus und rechts nach links zu fahren, macht gar keinen Sinn für die. So haben wir uns da echt eine Ampelphase quasi gespart. Und es scheint zu helfen, der ganze Verkehr... Der Autobahn konnte jetzt abfließen. Naja, ich bin mal vorsichtig mit der Einschätzung, ob es hilft oder nicht. Wie gesagt, hat uns ja gerade auch schon gezeigt, was da so Phase ist, ne? Da werden die Luxusgebäude gebaut, sehr schön. Macht mal fertig hier. Obwohl, das sind Geschäftsgebäude. Das ist ein Wohngebäude, sehr gut. Es brennt, oh nein, oh nein. Können wir hier eigentlich auch eine Glocke hinsetzen? Nee, ne? Nee. Dauert ja echt schon ein bisschen lange. Und das finde ich auch ein bisschen albern, ne? Dass das Tor so lange aufgehen muss, damit die erst rausfahren können. Ich meine, das ist doch das Erste, wo sich die Ingenieure Bad Günzelshausens dran setzen sollten, um ein sich schneller entwickeln, sich schneller öffnendes Tor zu entwickeln, ne? Na, egal. Ich bin froh, dass wir nicht allzu starke Verkehrsprobleme haben. Die Kollegen hier recht gut durchkommen. Unsere Stadt ist natürlich auch groß. Von einer Ecke zur anderen ist es weiter Weg. Was macht eigentlich unser Forschungsprojekt? 13%. Na bitte, es geht doch voran. Level 2, was soll das denn heißen? Wie viel Bevölkerung haben wir? Die geht ein bisschen zurück gerade, aber es sind ja auch ein paar Gebäude im Bau. Da wird es echt wieder dramatisch von der Musik her. Oh nein, oh nein. Da brennt's auch. Oh je, es brennt. Ist die Feuerwehr schon da? Da kommt sie. Sehr schön. Kommt sie gerade richtig. Haben wir eigentlich zerstörte Gebäude in der Stadt? Nee, kein einziges. Super gut.
Ach, und hier brennt's auch gegenüber von der Uni. Oh nein, oh nein. Ist da eine Studentenbewegung aktiv geworden? Ich weiß es nicht. Eine Bruderschaft. Ich hoffe nicht. Was sagt eigentlich die Kriminalitätsrate hier? Wir hatten noch mal eine Zeit lang einen Brandstifter, der sowohl in Supportland als auch in Bad Günzelshausen hier richtig sein Unwesen getrieben hat. Ein pro Tag begangene Verbrechen. Verbrecher auf feinem Fuß 3. Festnahmen pro Tag 12. 19 Gefangene. Da ist einer, da ist einer. Einer von den Patzerknackern wahrscheinlich. Oder von den Zündelkindern. Straßenbahn, bin unterwegs. Alles klar, also der Verbrecher heißt wohl Straßenbahn. Er ist unterwegs und kommt vom Elfenbeinturm, von seiner Butze. Und unterwegs natürlich ins kriminelle Milieu oder zur Autobahn. Wo will er hin? Ich werde einfach mal ein bisschen kreis, aber die Polizei, die hat ihn konnt ignoriert. Ja, verstehe ich nicht, warum der Straßenbahn heißt. Sehr unkreative Eltern gehabt. Aber irgendwie backt sie auch gerade Jenny Moore. Die stand doch da vorhin schon mal. Freaks Gonzo. Ronald Unterschopf. Verbrechen im Gange. Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Wo denn? Da genau. Nein, er klaut Geld im Park schon wieder. Ich glaube es nicht. Aber er wurde schon verhaftet. Wir haben die Handschellen knacken hören. Attila Wilhelmsen wird langsam zu alt für all das alles. Für das alles hier. Ja, dann würde ich mal aufhören hier und mal einen gescheiten Beruf erlernen. Geh doch mal zur Feuerwehr, du kennst dich da mal gut aus. Ja, liebe Kinder, lasst euch das eine Lehre sein. Lernt was Gescheites in der Schule, ansonsten werdet ihr nur Aufpasser oder Penner im Park, was noch viel schlimmer ist natürlich. Wir gucken morgen mal, wie es weitergeht in Bad Günzelshausen und auch Supportland, was diese Stadt so macht. Unsere Region entwickelt sich ja schon fleißig. Bis dahin, guckt doch gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Wir sehen uns morgen. Tschüss.